Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Botanica 1, Reise ins Unbekannte. Genau, ich habe ja hier letztens in der Hütte vom Heiler aufgehört. Und wir haben ja auch wieder in der letzten Aufnahme wieder einiges erlebt. Unter anderem jetzt wurde Ian von Cassandras Soldaten entführt. Er ist jetzt in der Hauptstadt von Cassandra. Und wir müssen ihn so schnell wie möglich retten. Und ja, jetzt sollen wir natürlich ein Heilmittel zusammenbrauen, um Abigail zu heilen. Oder zu heilen, sage ich jetzt mal. Oder halt zu retten. Ne, heilen klingt besser. Und weil Abigail ja hohes Fieber hat und wir wollen natürlich, dass es Abigail auch wieder besser geht. Genau, das war jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Und ja, jetzt mache ich auch direkt weiter. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, was muss ich jetzt hier machen? Hier kann ich etwas kochen, das ist schön. Once you've found the purest truffles, drop them into the pot to make herbed truffle soup. Then give them to little Abby, for her health only gets worse by the minute. Ja, aber ein Kraut fehlt mir doch noch. Wo finde ich das denn jetzt? Ach stimmt, die Trüffelsuppe, die habe ich ja auch noch hier zusammengebraut, aber mir fehlen ja jetzt noch die Kräuter. Wo finde ich die denn jetzt? Ein Kraut fehlt mir ja noch. Also hier glaube ich nicht. Vielleicht hier? Ah, Tatsache. Geil. Okay. Und jetzt dürfen wir wieder ein Rätsel machen, ne? Ja. Ich muss das Paar herausfinden, das im Rezeptbuch beschrieben wird. Gefleckte Trüffel sind zu bitter zum Essen. Okay. Klicke auf zwei identische Trüffel, die in jedem Hinweis beschrieben werden. Oh Gott. Okay. Gefleckte Trüffel. Sind die hier gemeint? Nee. Auch nicht. Oder die? Nö. Ja, jetzt muss ich ausprobieren. Ach, die waren gemeint. Gestreifte Trüffel haben keinen medizinischen Nutzen. Diese Trüffel sind für ihre durchgestrichene Erscheinung bekannt. Durchgestrichen? Die hier vielleicht? Tatsache. Halte dich von Moos oder Überwucherungen fern. Sie entziehen den Trüffeln wichtige Nährstoffe. Nur die reinsten Trüffel ohne Marke können zur Trüffelsuppe mit Kräutern verarbeitet werden. Die vielleicht? Nein. Nee. Auch nicht. Ach, die waren gemeint. Ah, das sind das sie vielleicht? Tatsache. Reine Trüffel. Geil. So, und jetzt können wir die Suppe zusammenbauen. Jawohl. Umrühren. Und die Schüssel nehmen und dann haben wir eine Trüffelsuppe, die wir sofort Abigail geben. Mommy? The fog has been lifted from her eyes. Thank you, Ellie. You've done my family a great kindness. Now, let us talk about what needs to be done for Ian. Ja, das habe ich da gerne gemacht. Deine Tochter gerettet. Oh ja, wir sollten unbedingt jetzt über Ian reden.
I thought it was just legend that we came from a portal, from somewhere the ancients call Earth. I didn't want to waste time searching for it when our village needed to focus on a way to survive. When Ian came, he was the first real proof that Earth was out there. I told him to stay low and keep his studies out of sight. Talking openly about Earth would only get him in trouble. I don't know how Cassandra found out. Surely no one from our village told her. If she took Ian, she must want to use the portal herself. Our only chance to save Ian is to find the portal first. Alter, wie guckt Cassandra denn jetzt richtig fies? Ian's research points to the mines up north, but they've been closed for years. Once you use the village token to get past the guard, you'll have to find the spore on your own. Good luck, Ellie. Jo, vielen Dank. Das Glück werden wir auch brauchen. Und da haben wir ein Dorfsymbol erhalten. Okay. Wieder genesen. Sobald es Abigail wieder besser ging, sprach Margaret mit mir. Sie hatten schon länger Legenden von einer fremden Welt gehört und Ian war der Beweis dafür, dass die Erde wirklich existiert. Sie bat Ian, nicht über die Erde zu reden, um Cassandras Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen. Doch Cassandra fand alles heraus, obwohl niemand aus dem Dorf geplaudert hatte. Wie das? Margaret vermutet, dass Cassandra das Portal benutzen will. Ich muss ihr zuvorkommen. Ian habe auf der Karte eine alte verlassene Mine eingezeichnet. Sie wurde bereits vor vielen Jahren aufgegeben. Wenn ich den Hinterausgang aus dem Dorf nehme, sollte ich dorthin gelangen. Sie gab mir ein Dorfsymbol, um es der Wache am Tor zu zeigen. Yay, Fortschritt! Okay, dann auf Wiedersehen und ich wünsche euch noch alles Gute. Jetzt verlassen wir das Dorf. Hier haben wir das Dorfsymbol. Und er nickt uns diesmal zu, dass wir das Dorf auch jetzt verlassen dürfen und gehen zum Teich. Oh mein Gott, der... Eine Mischung aus einem Vogel und einem Schmetterling. Und irgendwie eine Mischung aus Elefant und Jaguar. Auch gut. Ein Brief. Ellie, Cassandra hält mich in der Hauptstadt gefangen. Keine Angst, mir geht es gut. Von den unfreundlichen Wachen mal abgesehen, werde ich ansonsten gut behandelt. Cassandra versucht mich zu überzeugen, sich ihr anzuschließen, macht das auf gar keinen Fall, Ian. Sie versucht zur Erde zu gelangen, um diese zu erobern? Ich werde meine Forschungen zwar weiterführen, dann jedoch ausbrechen und das Portal benutzen. Versuche mich zu finden und bitte sende mir die Spore, damit ich meine Arbeit hier vollenden kann. Pass auf dich auf, Ellie. Okay, also müssen wir ihm hier die Probe, glaube ich, einpacken. Alles klar. Ah ja. Ah ja, stimmt ja. Ja, wir haben die Trüffeln. Suavis tubera. Süßtrüffel, Reich Fungi, Domäne Eurakioten, Domäne Opistokunta. Notiz, wachsen unterirdisch, werden zur Heilung angewendet. Oh Gott, Fozilant Acipita, Flatterhabicht, Reich Animalia, Stamm Kordatiere, Domäne Vögel, Notiz, domestiziert, wird als Kuria eingesetzt. Bruta Elephantus, Rampfand, Reich Animalia, Stamm Kordatiere, Domäne Säugetiere, Notiz, domestiziert, bevorzugt Bananen. Ah ja, da haben wir ja auch schon was erfahren darüber. Ians geheime Botschaft. Achso, nee, das habe ich ja gerade schon gelesen, stimmt ja. Okay. Ich glaube, dieses Tier kann mir helfen, aber wie bringe ich es zum Laufen? Tja, mit ein paar Bananen. Diese Hügel sehen verdächtig aus, auf jeden Fall.
Tja, gehen wir jetzt mal zum Mineneingang. Was haben wir da? Ein Hebel. Diese Mine ist geschlossen. Die Bewohner müssen sich in unserer neuen Siedlung flussaufwärts melden. Gezeichnet Gustav R., Vorsteher von Aquiox. Mhm. Etwas steckt in dem schweren Stein. Meine Sprache. Unglaublich, ich habe ein Plakat neben der Mine gefunden, das sowohl in Botanica-Schriftzeichen als auch in einer mir bekannten Sprache geschrieben war. Die Mine ist geschlossen und die Bürger von Aquiox müssen sich in ihrer neuen Siedlung nördlich des Flusses einfinden. Aquiox? Das ist doch Gustavs Dorf, oder? Die Mine gehörte also den Bewohnern von Aquiox? Warum sie wohl geschossen wurde? Tja, das ist eine gute Frage. Gibt es hier sonst irgendwie was? Von riesigen Steinen blockiert. Ah, ein Wimmelbild, okay. Eingetopfte Rose, ein Bolzenschneider, eine Eidechse, eine Sonnenblume, ein Schlüssel, drei Schnecken, ein Schutzhund und ein Apfel. Okay. Da haben wir erstmal den Schlüssel. Da haben wir den Apfel. Da haben wir eine Schnecke. Aha. Da haben wir den Schutzhelm. Da haben wir die Eidechse. Da haben wir noch eine Schnecke. Da haben wir den Bolzenschneider. Und da ist die letzte Schnecke. So, jetzt brauche ich noch eine eingetopfte Rose und eine Sonnenblume. Ach, da brauche ich die Blütenblätter von der Sonnenblume. Die sind ja hier nicht so schwer zu finden. So, und da haben wir die Rose und... Was? Ne, ist nicht der richtige. Der Blumentopf ist zerbrochen. Toll. Ach so. Ja, toll. So, da haben wir zumindest schon mal die Sonnenblume. Ach, da oben ist der Kleber. So, da kommt er. So, hier melde ich mich wieder zurück. Ja, sorry, bei mir ist halt gerade irgendwie ein Fehler aufgetreten. Deswegen habe ich gerade... Oder deswegen ist die... Aufnahme gerade so komisch abgebrochen worden. Tut mir leid dafür. Ich hoffe, dass der Fehler jetzt behoben ist. Und ja, jetzt brauche ich jetzt noch, wie gesagt, die Erde in den Blumentopf eingeben. Jawohl. Und die Rose da rein. Und somit haben wir das Wimmelbild geschafft. Sehr gut. Und da haben wir einen Silberschlüssel erhalten. Okay. Den ich jetzt wo brauche. Hebel und ein Silberschlüssel. Ich überlege gerade. Ach, stimmt ja. Hier war ja noch eine Kiste. Ein Sieb und Geschirr. Ah, mit dem Sieb. Das brauche ich bestimmt im Fluss oder im Teich. Jawohl. Das war nichts. Ah, da haben wir eine Murmel. Und was haben wir hier noch? Ah, noch ein Domino-Stein. Okay, gut.
Was können wir denn jetzt mit dem Geschirr machen? Nee. Nee. Auch nicht. Ach Gott. Ja, jetzt kommt natürlich die Stelle des Spiels, wo ich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig alles mehr aus dem Kopf weiß. Mm-hmm. You've done it, Outlander. The village is grateful for you. Be wary of the old machines. They are not what you think. Just like those who invented them. Ha, da hast du recht. Okay. Was? George hat Hufspuren zurückgelassen. Ja, toll. Das bringt mir jetzt aber auch nicht allzu viel. Ach, die Murmel kann ich als Auge benutzen, stimmt. Zeit herauszufinden, ob sich etwas darin befindet. Klicke auf jedes Puppenteil, um es zu verändern. Vervollständige die Matroschka-Puppe. Okay. Okay, den unteren Teil kann ich jetzt nicht verändern, der ist jetzt so fest. Okay. Okay, 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 okay. Oh Gott. Irgendwo muss ich noch was abändern. Aber wo? Ach. Okay. Gut. Ah ja, da haben wir den letzten Domino-Stein. Sehr gut. Moment mal, was sagt eigentlich Abigail? Gar nichts mehr. Sie sieht schon so viel besser aus. Ich sollte sie ausruhen lassen. Hört sich besser an, aber okay, ist egal. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. So, Sam, ich habe deine Dominos. You found my dominoes. Wanna play a game with me, Ellie? If you win, I'll climb the banana tree and give you bananas. Ramifins love them, you know. Let's play. Okay, let's play. Okay, ich muss alle Dominosteine drehen, bewegen und verbinden, um das Spiel zu gewinnen. Ja, das ist ja nicht so schwer. Klicke auf einen Dominostein, um ihn zu drehen. Ziehe die Dominosteine und setze die Enden gleicher Zahl aneinander. Doppelte Steine, zum Beispiel 3:3, werden in der Mitte angereiht. Verwende alle Dominosteine. Okay, das ist ja, denke ich mal, nicht so schwer. So, dann brauche ich auf jeden Fall jetzt hier auch noch irgendwo eine 6, genau. Dann nehme ich mal hier die doppelte 4, ist besser. So, jetzt brauche ich hier ein bisschen Platz. Ja. Gut aus. So, du kommst hier hin. Hier kommt dahin und dann haben wir es. Das war angenehm. Not bad for an Outlander. All right, a promise is a promise. I'll race you to the Golems. Na gut,